auch, oder? Weil sonst normalerweise ich verbringe Zeit mit meinen Bildern, wenn ich sie fertig habe, hocke ich dort, oder? Und dann komme ich jeden Tag wieder ins Atelier und sehe sie wieder, kann sie wieder ein bisschen anschauen und so. Und bei dem ist es halt wie nicht so, ich muss dort hingehen. Darum braucht, glaube ich, der Prozess der Realisierung von dem Ganzen ein bisschen länger einfach, aber ja, ist crazy. Ich meine, ich bin, glaube ich, ein, zwei Mal in der Nacht aufgewacht, so allein, ist es schon so weit, oder bin ich, habe ich schon verpennt, oder am 8. kommt der Lift, und weißt du, so, oder? Es braucht mehr solche, eben so farbige, Good Vibes-artige Bilder herum, wo die Leute ein bisschen auf andere Gedanken bringen oder sie vielleicht sogar auch ein bisschen träumen. Was sie vielleicht auch hinterfragen, den Ist-Zustand hinterfragen, oder? Weil du einfach selber in so einen Algorithmus hineinkommst, wo du dir alles schon zu Weg gelegt hast und du weißt genau, wo du hin musst, wem du wo musst sein, was du zu erledigen hast, und alle anderen Eventualitäten tust du wie so ausblenden, dass einfach einfacher alles vorwärts geht, oder? Ohne Widerstand, ohne Reibung.
ein Bild machen, das einfach auch inspiriert, halt einfach, um an anders zu denken. Oder ich eben schnell aus dem, ich muss jetzt arbeiten, dich schnell so rausholt aus dem, oder? Wo du vielleicht auch dich besinnst auf, wieso muss ich arbeiten? Kann ich das arbeiten, was ich will arbeiten? Hey, wieso ist mir nie aufgefallen, dass da eigentlich etwas fehlt? Oder wieso habe ich nie gemerkt, dass es das ist, was mir fehlt? So ein bisschen, das wird ich mit dem Bild auch wecken, irgendwie. Oder? Dass man sich wieder ein bisschen einfach besinnt und ein bisschen bewusster auch sich bewegt. Dazu führt, dass nachher gerade ein nächster Traum aufkommt. Sobald der eine Traum weg ist, willst du natürlich das nächste erreichen. Und in dem Sinn, das nächste wäre, noch mehr solche Bilder können zu machen. Freude machen, weil das ist das Feedback, das ich in dieser ganzen Zeit und auch nachher über Social Media so zurückbekommen habe, ist einfach, dass die Leute haben Freude daran. Ich habe irgendwie das geschafft, ihnen das Leben ein bisschen zu versüssen, ihren Arbeitsweg, ihre Umgebung, wo sie drin wohnen, einfach so ein bisschen ein Zückerchen dort reinzugeben, wo sie sich daran freuen können und eben, wo sie sich vielleicht auch daran aufladen können, wieder mit diesen Good Vibes. Und ich will, dass das ausstrahlt. We'll be right back.
inspiriert davon sein, einfach so, was kann möglich sein, oder?